oder ob sich Widerspruch jetzt regen würde, wenn wir den Top 20, das ist die Angelegenheit. Bitte? Ach, ist sowieso dran. Ach so, gut. Dann machen wir das. Top 20. Hier sind drei Redner auf der Liste. Wir würden hier anfangen mit der CDU, wenn gewünscht. Nein? Dann machen wir weiter. Freie Bürger, freie Wähler, ist das Wort gewünscht? Thorsten Nitschel, bitte. Und dann wäre als dritter Redner Thomas Löser. Vielen Dank. So. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren Stadträte, liebe Dresdner, es geht hier bei diesem Punkt um mehr als den Neubau des Probebühnenzentrums für die Semperoper im denkmalgeschützten Zwingerpark. Wir sind uns alle einig, das Funktionsgebäude hinter der Semperoper ist marode. Im Sommer ist es zu heiß. Wenn es draußen regnet, dann regnet es rein. Das Dach ist undicht. Das Bauwerk muss dringend saniert werden. Insoweit herrscht da vollkommene Einigkeit. Und es herrscht auch darin Einigkeit, dass es eine Verbindung zum Operngebäude notwendig ist, in der die geschminkten Künstler in ihren Kostümen auf dem direkten Weg zu ihrem Auftritt gehen können. Diese Sanierung ist aber nur der Anlass für das, was wir in den nächsten Jahren in Dresden erleben könnten. Die Ursache für das Ganze liegt nicht bei uns hier im Dresdner Stadtrat, sondern die Ursache ist unserer Meinung nach das Versagen der Staatsregierung, den Mitarbeitern der Semperoper angemessene Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen. Seit Jahrzehnten gibt es Überlegungen, das Gelände des Packhof-Areals mit einem Neubau zu versehen, wo man Verwaltung, Garderobe, eine große Bühne bekommt. Aber die Staatsregierung macht es nie. Die kommt einfach nie aus dem Knick. So, was jetzt droht, das ist ein überhoher Koloss. Das, was Sie hier im Hintergrund sehen, das ist nicht das, was gebaut werden wird. Das ist ein Massenmodell, welches die Kupertur zeigt, in der gebaut werden kann. Und genau dem, was wir hier hinten sehen, also dem Maximum sozusagen, dem stimmen wir nicht zu. Wir haben insbesondere Kritik an der Höhe des geplanten Gebäudes. Laut Vorlage nehmen wir das zur Kenntnis. Ich zitiere, aus der Stellungnahme resultiert keine Änderung der Ergänzungssatzung. So schreibt es die Verwaltung. Und liebe Dresdnerinnen und liebe Dresdner, wir Freien, wir tragen dieses nicht mit. Und weil uns ganz einfach der Baukörper zu hoch ist. Eine Mehrheit im Stadtrat wird das mittragen, weil es notwendig ist, dass wir einen Anbau an die Semperoper bekommen, der es ermöglicht, die Funktionsgebäude zu sanieren. Darum sind wir uns vollkommen einig. Ich spreche aber hier, weil wir davor warnen wollen, das, was maximal möglich ist, auch auszuschöpfen. Wie geht es jetzt weiter? Der Freistaat wird ein Wettbewerbsverfahren durchführen und nach der Prämierung des Siegerentwurfs wird er einen Bauantrag einreichen. Und meine Hoffnung ist es, dass die beteiligten Büros sich eventuell diese Stadtratsdebatte einmal anschauen und sagen, ach naja, es gibt ja doch einige in Dresden, insbesondere die Dresdner, die irgendwas dagegen haben, dass wir jetzt doch so groß bauen, selbst wenn der Denkmalschutz zustimmt. Höher als die bestehenden Gebäude, die dort schon seit über 40 Jahren stehen. Vielleicht siegt ja am Ende die Vernunft und wir bekommen nicht so einen Klotz, sondern wir bekommen etwas, was sich auch von der Höhe her zurücknimmt, was auch besser in den Park reinpasst und was sich den bestehenden Gebäuden hinter der Semperoper anpasst. Und wenn das gelingt, wenn es einen Entwurf gibt, der sich
nicht in den Vordergrund denkt, so wie es heutzutage sehr häufig vom Denkmalschutz gefordert wird, dass man sagt, das ist was Neues, also muss es auch unbedingt immer zeigen, dass es was Neues ist. Wenn man etwas bescheidener beim Bauen ist, und wenn das passiert, dann hat sich diese Rede gelohnt. Vielen Dank. Okay, dann wäre jetzt Thomas Löser dran. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, dieses Thema schlägt große Wellen und es schlägt zu Recht große Wellen. Es ist ein kleines Gebäude, was für viel Aufmerksamkeit sorgt und wir haben es ja jetzt hier auch in der Visualisierung gesehen. Es ist natürlich ein Massemodell und wird gebaut dann mal anders aussehen. Aber es beschreibt die Punkte, weswegen es so große Wellen geschlagen hat. Und es ist einmal der Standort direkt am Zwinger. Und es ist die Frage, ob und wie es sich dort einordnet. Meine Fraktion hat 2019 das Thema öffentlich bekannt gemacht, indem wir eine Anfrage gestellt haben beim Freistaat, was denn nun eigentlich hier hinter vorgehaltener Hand geplant wird. Es gab dann die Antwort darauf, dass eben tatsächlich dort eine Planung existiert und sie wurde dann auch öffentlich gemacht. Und das führte dazu, dass das dann auch entsprechend in unseren Gremien, denn so muss es sein, dass es im Stadtrat in Dresden besprochen wird, dann auch diskutiert wurde. Zusammenfassend, warum überhaupt muss das dorthin kommen, das muss man schon nochmal sagen. Die Semperoper ist vor 40 Jahren als eines der Prestigeprojekte, und das war ja ein tolles Projekt, saniert worden. Es ist verbunden worden damit der Bau der Funktionsgebäude vom Architekten Hensch, die sehr bepreist wurden bis heute, stellt das Ganze ja ein tolles Ensemble dar. Und das Ganze ist nur aber 40 Jahre her. Und einige von Ihnen waren ja dabei, die Ministerin Frau Baerbock-Tapsch hat uns ja geführt durchs Gebäude, die Intendanten der Semperoper waren dabei und haben uns erklärt, warum sie glauben, dass das Gebäude eben saniert werden muss, die Funktionsgebäude. Und wenn man das vorher nicht glaubte, dann wusste man danach, sie müssen saniert werden, tatsächlich. Das ist unbestritten, das haben Sie auch so dargestellt, Herr Nitsche. Das heißt, dass dort saniert werden muss, dass es eine Lösung geben muss, das war uns danach klar und das ist, glaube ich, unbestritten. Nun die Frage des Standortes. Direkt neben dem Zwinger Park, das ist ja auch sehr kritisch diskutiert worden, da du bist doch dann auch gleich dran. Ja, dann halte ich doch noch ein bisschen zurück, danke. Dann kann man natürlich genau über diesen Standort reden und das haben wir auch getan. Und wir haben das Land sehr genau befragt, ob das aus ihrer Sicht dort zwingend notwendig ist. Die Semperoper hat entsprechend ihre Ketten dort dargelegt, wie sie das Gebäude sanieren müssen, wie der ganze Ablauf ist. Man muss sich ja schon noch mal klar machen, wenn diese Sanierung nicht stattfindet, droht uns die Schließung der Semperoper. Und das ist etwas, was wir kulturpolitisch natürlich nicht wollen. Wir haben dann durch diese öffentliche Diskussion dafür gesorgt, dass das Gebäude jetzt wesentlich kleiner wird, als es ursprünglich gedacht war. Und es bleiben auch mehr Bäume stehen. Und es ist am Ende tatsächlich ein Kompromiss. Man kann auch sagen, vielleicht ein guter Kompromiss für die Semperoper, ein schlechter Kompromiss für den Zwingerteich und das Ensemble. Aber man muss sehen, was jetzt die Möglichkeiten sind. Und da sind wir in der Abwägung dann dazu gekommen zu sagen, wir stehen jetzt eigentlich vor einer Nichtentscheidung. Denn wir können nichts mehr entscheiden. Denn wenn wir uns entschieden, dass wir das nicht bauen, heißt das, dass mit den jetzigen Zeitketten die Schließung der Semperoper droht. Und das können wir kulturpolitisch nicht verantworten. Ich will aber klar sagen, wir kritisieren hier ganz deutlich, dass wir vom Freistaat hier vor vollendete Tatsachen gestellt wurden. Denn das ist es am Ende gewesen. Es war ja klar, dass niemand das sich trauen wird, dass die Semperoper den Spielbetrieb einstellt. Insofern hat man die Zeitketten unsererseits auch so gelegt. Und lieber Kollege Lichti, ich habe genau das mit meiner Anfrage überhaupt erstmal ans Licht gebracht, im Gegensatz zu dir. So, ne. Ich regiere mit, ich bin Gott, genau. Du ja auch, habe ich gehört im Podcast bei der DNN. So, jetzt darf ich bitte Herr Lichti, ja? Wenn das jetzt nicht aufhört, erteile ich einen Ordnungsruf. So, gut, also, ich glaube, wir haben uns hier am Ende entschieden als Fraktion. Wir werden auch uneinheitlich abstimmen, weil wir eben das in Gänze nicht mittragen. Und ich will es auch nochmal deutlich kritisieren, dass die Zeitketten seitens des Freistaates der SIB hier so gelegt wurden und die ist beim Finanzministerium angesiedelt, dass wir eben tatsächlich keine Entscheidung hatten. Ich habe im Ausschuss nochmal den Antrag gestellt, dieses Gebäude auf 10 Jahre zu befristen, um zu schauen, ob man diesen Standort dort wirklich will oder ob man es dann vielleicht doch in den Packhof
am Ende bringen kann. Das hat keine Mehrheit gefunden. Insofern verzichte ich darauf, jetzt diesen Antrag noch mal zu stellen. Jetzt muss man das Beste draus machen. Das gehört aber dann auch dazu, wenn man sich dafür entscheidet. Und deswegen ist es wichtig, dass hier ein Wettbewerb stattfindet, der auch, glaube ich, hochwertig werden wird. Denn das kann man der SEB schon unterstellen. Die SEB baut aus meiner Sicht oft sehr hochwertige Gebäude und es ist, glaube ich, schon dem Freistaat auch klar geworden, welcher Anspruch sich hier damit verknüpft. Insofern werden wir uneinheitlich abstimmen. Wir haben eine schwierige Diskussion dazu geführt. Ich akzeptiere aber auch die Haltungen, die jetzt hier entstanden sind. Ich glaube, wir dürfen die Semperoper hier am Ende nicht im Regen stehen lassen und hoffen, dass es eine gute Ergänzung wird. Vielen Dank. Okay, dann würden wir jetzt so weitergehen wie angezeigt. Johannes Lichti als Nächstes, dann Herr Dr. Schulte-Wissemann, dann Thilo Wirz. Und dann werde ich trotzdem, damit Sie sich vorbereiten können, den Versuch starten, noch die Tagesordnungspunkt 22 aufzurufen. Herr Lichti, bitte. Sehr geehrter erster Bürgermeister, es ist in dieser Frage ein sehr großer Druck in der Öffentlichkeit und im Bauausschuss auf den Bauausschuss ausgeübt worden. Und das ist aus meiner Sicht nicht zu bestreiten, dass die Semperoper dringend diese Erweiterung braucht. Wenn man sich die Situation jetzt anguckt, jedenfalls ist es mir schon immer aufgefallen, dass dort dieser hässliche Parkplatz ist zwischen der alten Semperoper und den Bauten der 70er Jahre, wo ich mich immer gefragt habe, wir sind hier irgendwie im Bereich der guten Stube von Dresden, wie kann es sein, dass dort dann Mitarbeiterparkplätze sind und zwar in einer Art und Weise, in einer Größe, die eigentlich ich nicht für notwendig halte und angesichts auch einer Tiefgarage, die sich direkt darunter befindet. Also das zeigt für mich eigentlich, dass die Wertigkeit dieses Ortes offensichtlich im Bewusstsein der Dresdner Bevölkerung nicht so richtig verankert ist. So, und dann kam jetzt die Semperoper und hat gesagt, wenn ihr jetzt nicht Ja und Amen sagt, dann müssen wir schließen. Gut, ich kann das nicht beurteilen, ich will das auch nicht beurteilen. Ich fand das nur ein sehr seltsames Vorgehen uns auch gegenüber im Bauausschuss. Es wurde dann gefragt, naja, gibt es denn nicht örtliche Alternativen? Müssen wir unbedingt in den Zwingerpark rein? Da wurde dann gefragt, von mir, aber auch von anderen Mitgliedern des Ausschusses, warum könnt ihr nicht jetzt im Maststall bauen? Ja, das ist ja viel zu weit weg und dann haben die Künstler dann irgendwie, die frieren dann, wenn sie Ballett aufführen oder irgendwas. Ja, gut, die Frage westlich über auf dem Deckel der Tiefgarage, ja klar, da gibt es wahrscheinlich dann Probleme mit der Tragfähigkeit, weiß ich nicht, sieht auch nicht so richtig schön gut aus hinter der Semperoper oder beispielsweise der Vorplatz des Landtages, ja ist auch eine Tiefgarage drunter, dann könnte man sagen, ja der Landtag braucht den Vorplatz, ich finde den Vorplatz ausgesprochen hässlich, wenn man dort noch ein Gebäude hinstellen könnte, würde das dem glaube ich nicht schaden. Für alle diese Alternativstandorte gibt es sicher gute Gründe, warum die nicht gehen oder warum die Schwierigkeiten haben. Die könnte ich Ihnen auch jetzt aufzählen, ich verzichte darauf. Aber was mich dann wirklich geärgert hat, ist, dass diese Alternativvorschläge oder Fragen in einer Art und Weise weggewischt wurden, die für mich deutlich gemacht haben, dass man sich damit nicht ernsthaft beschäftigt hat und auch nicht ernsthaft beschäftigen wollte. Und dann ist wieder was ganz Typisches passiert, was mich als Naturschützer richtig aufregt, weil das ganz oft passiert in dieser Stadt. Da nimmt man den vermeintlich am wenigsten mit Gegenargumenten, mit gegenläufigen Interessen belasteten Standort. Und das ist dann eben die unberührte Natur. Weil da steht ja noch nichts, da kann man ja was draufstellen. Da handelt es sich jetzt hier um den Zwingerpark. Da gibt es eine gewisse Aufmerksamkeit. Ja, so. Aber man hat hier nicht tatsächlich ernsthaft und ergebnisoffen andere Standorte geprüft. Das ist meine feste Überzeugung aufgrund des mehrfachen, wie soll ich jetzt sagen, ich würde eigentlich gerne sagen, arroganten, ich sage mal sehr selbstbewussten Auftretens der Vertreter der Stadtverwaltung, des Landesdenkmalamtes, leider, ich muss es wieder sagen, und der SEB. Deswegen werde ich diesem Ding nicht zustimmen. Ich bin davon nicht überzeugt. Wir können nicht einfach, sag ich mal, wenn es mal gerade passt, wenn mal gerade der Schuh drückt, dann irgendwas, können wir an unsere zentralen Parks und Grünflächen rangehen. Ich habe dann versucht zu diskutieren, naja, wenn das schon sein muss, dann gucken wir uns doch mal die Situation da hinten an. Wer es mal sich genau angeguckt, es gibt ein wunderschönes Foto, Stefan Engel hat es gefunden, wir haben darüber diskutiert, wie das, sage ich mal, so um 1900 oder so aussah. Ja, da war die Semperoper noch in einem Park,
eigentlich integriert. Da gab es diesen hässlichen Parkplatz noch nicht bei den Erweiterungsbauten der 70er Jahre. Ja, das ist jetzt die Salamitaktik. Stück, 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 Stück. Jetzt kommt Frau Krause wieder und sagt, da stand aber ein großer Speicher und so weiter. Das stimmt ja alles nicht. Nur der ist jetzt im Krieg halt irgendwie weggekommen. So, also die Chancen, das ist das, was mich so ärgert, die man mit diesem Raum hätte, dass man da tatsächlich wieder eine erlebbare Grünzone Richtung Elbe vielleicht mal denken könnte. Das hat überhaupt keine Rolle bei dieser Debatte gespielt. Man hat auch überhaupt keine Gedanken sich gemacht, naja, wenn wir das schon in den Zwingerpark reinbauen müssen, aus irgendwelchen Gründen, wie können wir das denn irgendwie in diesem Raum ausgleichen? Nee, da haben wir eine hässliche Defrenstraße mit der Kurve, mit dieser komischen, da haben wir einen hässlichen Landtagsvorplatz, da haben wir dann irgendwie diesen Parkplatz, der bleibt dann auch erhalten. Ja, und so ist dann praktisch dieser Lahme jetzt durch. Und das finde ich mehr als bedauerlich und das ist eine schlechte Lösung und deswegen werde ich die auch ablehnen. Schönen Dank. Dann machen wir weiter mit Martin Schulte-Wissemann. Dr. Martin Schulte-Wissemann. Sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen auf der Tribüne und im internationalen Netz. Ich mache jetzt eine etwas seltsame Rede für einen Menschen der Piraten, einer Partei, die gerade mal 15 Jahre ungefähr alt ist. Denn ich werde sozusagen eine Argumentationsstruktur eigentlich für gewöhnlich der konservativen Seite nicht anwenden, sondern es ist meine tiefste Überzeugung. Meine tiefste Überzeugung ist, dass Dresden unter anderem an sehr, sehr vielen Stellen so schön ist, weil wir gewisse Traditionen haben. Und eine Tradition ist, und wahrscheinlich kann Herr Wirz gleich mich sozusagen bestätigen oder korrigieren, aber eine ist, dass wir eine lange Tradition haben von, Flächennutzungsplänen oder Bauplänen oder vor allen Dingen auch Bauuntersagungen. Und eine Sache ist, die wir schon seit Hunderten von Jahren haben, man baut nicht im Park. Deswegen haben wir die Parks, die wir haben, weil jede Generation muss damit kämpfen, dass irgendjemand kommt und sagt, es wäre ja doch schön, wenn wir dieses Gebäude hier erweitern könnten, da ist dann noch Platz. Ach, wir brauchen eine Schule, wir brauchen eine Kita, das Industrieunternehmen möchte sich irgendwie erweitern. Ja, können wir nicht in den Park? Nein, man kann nicht in den Park, denn wenn wir das jetzt einmal machen, dann kommt in 2 Jahren kommt der Nächste und dann der Nächste und der Nächste. Und jedes Mal, bei jedem Einzelfall sagen wir, naja, es ist aber jetzt, es ist ja nur ein kleines Stückchen vom Park und es ist doch wirklich für eine wichtige Sache. Und wo sollen die denn sonst hin? Die Wahrheit ist doch einfach, Herr Lichti hat es schon gesagt, hier, das Land macht sich einen schlanken Fuß. Natürlich gäbe es Alternativen, aber das Einfachste ist, wenn man einfach in den Park geht. Und wenn hier aus diesem Stadtrat nicht irgendwie das Signal kommt, nein, das wollen wir nicht, dann hat dieser Stadtrat an dieser Stelle kurz vorm Ende dieser Spielzeit wirklich versagt. Und deswegen, ich werde also hier dieses Ansinnen nicht unterstützen, ich werde es ablehnen und ich hoffe wirklich, dass sich viele an die Tradition in Dresden sozusagen erinnern, sich darauf besinnen und dass wir hier ein Zeichen für schöne Parks und für die Tradition in Dresden setzen können. Dankeschön. Dann machen wir weiter mit Thilo Wirz. Dann würde noch Mario Schmidt reden. Gibt es weiteren Bedarf? Da würde ich sagen, wir schließen die Liste nach den beiden ab und kommen zur Abstimmung. Thilo Wirz, bitte. Ja, ich fange mal gleich bei Herrn Martin Schulte-Wissemann an. Früher haben die Fürsten Parks angelegt, um vor allen Dingen mittendrin zu bauen. Großer Garten, das Barockschloss, was drin steht. Und die Wahrheit ist auch, der Zwingerpark ist nie völlig unbebaut gewesen, sondern dort hat ein Krieg überstanden. Ich weiß gar nicht, wo es hingekommen ist, hat das kleine Zwingerschlösschen gestanden. Konnte man gondeln, Kaffee trinken, es war eine Wirtschaft und die hat auch ein gewisses Maß an Fläche dort schon bebaut. Und dann ist es auch nicht ganz richtig oder eigentlich auch falsch, dass sich der Freistaat es mit dieser Bebauung leicht gemacht hätte. Es sind unzählige Varianten geprüft worden und es hat auch im Freistaat unter den Denkmalpflegern, dem SIB, keine Einigkeit gegeben.
Geplant war ursprünglich etwas anderes, nämlich ein Baukörper von 42 mal 42 Metern. Der Landeskonservator hat es runtergebrochen auf 26 mal 26 Meter. Der Parkplatz ist nicht überbaubar. Ich bin ja auch im Aufsichtsrat der Stadtentwässerung. Dort läuft der Altstädter Abwasserkanal lang. Das ist keine kleine Abwasserleitung, sondern das ist ein tunnelartiges Bauwerk, was aufgrund der statischen Gegebenheiten und auch der Havariesicherheit nicht überbaut werden darf. Desgleichen gibt es dort einen Fernwärmekanal und Starkstromleitung, Wasserleitung. Das heißt, dort am Gebäude etwas zu finden, Richtung Elbe, wo versiegelte Fläche ist, war nicht möglich. Und wer dort versucht, diese Leitung umzulegen, der wird nicht glücklich. Das nächste, die räumliche Beziehung zu diesen Funktionsräumen, die Wolfgang Hänisch in den 80er Jahren gebaut hat, die ist nicht woanders abbildbar. Es ist Bedingung, dass die Künstlerinnen und Künstler fußläufig, kostümiert und geschminkt, witterungsgeschützt die Bühne der Semperoper erreichen können. Und es ist internationaler Standard, dass ein Tanzprobenraum, ein Ballettprobenraum zur Verfügung steht, wo das Ballett kurz vor der Aufführung noch ein Bild voll proben kann. Das braucht die Abmessung der Bühne. Diesen Raum gibt es derzeit dort nicht. Das nächste ist, es gibt einen großen Flächenbedarf zusätzlich. Die Standards, die dort in der Arbeitsstätte angeboten werden, die widersprechen Arbeitsstättenrichtlinien. Wir haben Räume für Kostümschneiderei, die haben keine Fenster nach außen, die haben keinen Zugang zum Tageslicht. Wir haben Chor-Umkleideräume, wo auf 14 Quadratmeter 8 Personen sich umkleiden müssen, möglichst noch ein barockes Kostüm. Das ist eine Zumutung seit 40 Jahren. Hier soll Abhilfe geschaffen werden, dazu kommt natürlich der zeitliche Druck, der sagt, es gibt einen abgesoffenen Tanz-Ballettprobenraum, der auch so riecht. Es gibt Grundleitungen, die seit der Flut auch havarieanfällig sind. Nach Prüfung ist in der Tat dieses Stück Wiese dort im Zwingerpark die einzige Alternative, die bleibt. Es gibt keine andere Stelle, wo man den Raumbedarf decken kann. Das ist eine Realität, die man anerkennen muss. Die Höhe, die bemängelt worden ist, es hat eine Bürgerinitiative, die sich im Allgemeinen für Dresdner historische Bauwerke einsetzt, für den Neumarkt einsetzt, für den Neustädtermarkt einsetzt, hat im Verdacht natürlich auch dort Zwinger oder Semperoper verteidigen zu müssen, haben die das von einem Architekten professionell visualisieren lassen. Sie haben festgestellt, außer von der Devrientstraße wird dieser Baukörper nicht zu sehen sein. Er verschwindet hinter den Bäumen, hinter der Vegetation. Wir haben zum Aufstellungsbeschluss vor der Offenlage als Bauausschuss festgestellt, dass die Überbauung dieser Wiese nicht mehr zeitgemäß ist. Wir haben festgestellt, dass es keine Alternative gibt. Wir haben das SIB gebeten, diesen Eingriff möglichst innovativ zu kompensieren. Durch eine entsprechend unscheinbare Bauweise, durch eine innovative Bauweise, durch eine ökologische Bauweise. Damit ist dieser Weg gangbar und wir gehen ihn mit, weil wir im Prinzip die Bedingungen an der Semperoper endlich verbessern wollen und weil niemand eine Idee hat, wo es hätte gehen können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Mario Schmidt, bitte. Und danach wird man in die Abstimmung gehen. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, Kolleginnen und Kollegen und ja, keine Gäste mehr. Ich mache es kurz. Lieber Kollege Nitsche, ein Hochbunker wird dort ganz bestimmt nie entstehen. Und wer hier in dieser Debatte heute von einem Hochbunker redet, der übertreibt maßlos. Dort soll ein Gebäude für eine Kultureinrichtung entstehen und wir werden heute auch keinen Baubeschluss fassen, sondern wir schaffen heute einfach nur Baurecht an dieser Stelle. Und wie das Gebäude am Ende aussehen wird, das wird im Rahmen eines Wettbewerbs entschieden. Das ist jetzt mehrfach gesagt worden. Also ein Hochbunker wird es auf keinen Fall werden. Lieber Kollege Lichti, es gab vor Ort einen Besichtigungstermin letztes Jahr im September. Ja, da warst du nicht dabei und vielleicht wäre es sinnvoll gewesen, wenn du hingekommen wärst zu diesem Termin, weil jeder, der dort war, hat die Bedingungen vor Ort sehen können und der hat dann verstanden, also ich sag mal, Kollege Wirz,
hat es gerade dargestellt. Wer dort gewesen ist, weiß, wie die Bedingungen in diesem Haus derzeit sind und dass das Haus dringend saniert werden muss. Es gibt keine Alternative und es gibt auch keine Alternative dazu, dieses Gebäude in den Marstall zu bauen, wie du dir das gern vorstellst. Weil eben die Künstlerinnen und Künstler, insbesondere sind es aber denn die Künstlerinnen vom Ballett, nie im Ballettkostümchen, ich meine, ich stelle mir jetzt mal vor, im Winter, da wird Schwanensee aufgeführt. Jetzt stell dir mal bitte vor, die Frauen, wie sie dann in ihrem Kostüm vom Marstall auf die Bühne laufen wollen bei diesen Temperaturen. Es funktioniert nie. Du brauchst die Verbindung zwischen dem Funktionsgebäude und der Oper und die ist nur an dieser Stelle herstellbar. Das geht einfach nirgendwo anders. Es geht nur an dieser Stelle und es ist immer wieder die Rede davon gewesen, wir bauen in den Zwingerpark hinein. Nein, es wird nicht in den Zwingerpark hineingebaut. Es wird am Rande des Zwingerparks gebaut, genau in der Verlängerung des Semper 2, welches schon dort steht, nämlich seit 85, seitdem die Semperoper eröffnet wurde, wieder eröffnet wurde. Und genau in dieser Verlängerung wird jetzt ein weiteres Gebäude gebaut. Ich verstehe ehrlich gesagt die Diskussion über den Zwingerpark nur bedingt. Am Ende sind 3 oder 4 Bäume betroffen, ein Stück Wiese, aber dafür sichern wir eine Kultureinrichtung, die wir in dieser Stadt dringend brauchen, weil eine Schließung für 3 oder 4 Jahre, die hätte niemand hier, glaube ich, riskieren wollen, denn die Semperoper gehört zu Dresden. Und da sind wir dann auch wieder beim Thema Kollege Schulte-Wissermann, Tradition in Dresden. Dresden ist eine Kulturstadt und die Semperoper gehört zur Kultur Dresden dazu. Wir stimmen zu. So. Gut, dann kommen wir zur Abstimmung. Ich stelle den federführenden Ausschussbericht zur Abstimmung. Wer hier zustimmen kann, dem bitte ich um das Stimmzeichen. Mit 43 Ja, 17 Nein, 2 Enthaltungen so beschlossen. Und wie